Ja, hier sind wir wieder in der DDR. Ups. Wenn es schon im Spiel nicht klappt, dann ist mir auch noch ein Kabel unter dem Stuhl im Weg. Gut, jetzt sitze ich irgendwie schräg zum Fernseher. Ja, cool. Ja, DDR übrigens hier Dry Dry Ruins im Englischen. Der Name der Strecke und das war halt dann die offizielle Abkürzung, die die englischsprachigen Leute gewählt haben. Für Deutsche ist es natürlich dann immer so, haha, DDR, lustig. Aber gut. Wir haben Item gezogen, naja, und ich bin nicht links an die Wand geknallt. Oh yeah. Ha! Schade. Wieso kriege ich eigentlich immer, wenn ich so zwei Panzer mich drum habe, trotzdem, wenn ich irgendwo erwischt werde, ja, direkt einen Schaden ab und bei jedem anderen brennen sie einfach am Schild ab. Ich mag das nicht. Warum überhole ich jetzt übrigens? Es gibt auch cleverere Sachen, aber das ging jetzt noch ganz gut aus. Oh, da war ein großen SC da oben entlang gefahren. Den ich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr probiert. Also probiert habe ich ihn, aber ich habe es nie geschafft. Vor allem, weil ich dann immer vergesse, wie das Ende dann nochmal genau abläuft. Aber früher konnte ich ihn sogar halbwegs gut. Ich glaube, der ist gar nicht so schwer, deswegen konnte ich ihn auch. das bringt halt echt ordentlich was an Vorsprung, wenn man ihn denn mal durchziehen kann. Und wenn man hier aber so dämlich fährt wie ich und im Sand landet bei jeder Kleinigkeit, dann bringt es nicht so viel. Ich mag auch aktuell, was ich für Items ziehe und wie meine roten immer schön an der Wand. Ah ne, ich habe getroffen. Was aber nichts ändert. Hallo Grüner. Gar nichts hier an Sternen oder sonstigen Sachen. Ja. Genau deswegen hätte ich gerne einen gehabt. Wow. Ich mag es noch nicht, an solchen Momenten groß zu werden, die einem dann nicht so viel bringen, wie man es gerne hätte. Nein! Warum? Warum tut ihr mir das an? Ja. Das gibt's doch jetzt ernsthaft nicht. Wie konstant ich hier drei Pilze ziehe. Ich meine, Kopie läuft an. Aktuell ganz okay. So 4-5 ist so das, was ich mir immer so erhofft hatte die ganze Zeit. Aber so lange hinten sein und immer nur drei Pilze kriegen, ist natürlich auch wieder so eine Sache. Bah. Puh. Schau mal wieder in den Chat rein. Gib mir lange Strecken. Ja, von mir aus kann eigentlich alles drankommen. Also ja, gut, bis auf sowas wie Regenbogenboulevard über Zufall. Ja. Ich glaube übrigens, dass GBA Scheigeistrand die Strecke ist, die am meisten durch Zufallswahl kommt. Das ist echt neben CW, weil die Strecke ist ja eigentlich gar nicht so groß beliebt. Es gibt so ein paar Leute, die sich halt drauf spezialisiert haben, wahrscheinlich, weil es die meisten Leute total hassen. Aber die wird verdammt oft in CWs gefahren, wo es eigentlich keiner wählen wollte. Weil es halt eben durch Zufall Krabben wieder durchgerutscht. Ich hasse diese Krabben. Ich glaube, jeder hasst diese Strecke eigentlich genau wegen diesen Krabben. Und jetzt hüpfe ich schon wieder hier so lustig mit meinem B-Knopf rum und flieg voll aus den Kurven raus. Ich glaube, bei dem Kurs merkt man gar nicht so wirklich, wie verdammt kurz der eigentlich ist. Ich meine, keine Probleme, ist Runden, den ganzen Kurs eigentlich unter 1,5 Minuten durchkriegen. Das ist so typisch. Jetzt komm her. So. Wo bleibt mein Blitz? Wo bleibt mein Blitz? Kommt nicht. Aber ich stelle da drauf. Zack. Da, die da, die da, die da, die da. Den Roy nochmal treffen. Noch einen Stern einsetzen, weil jetzt der Schock kam, weil jetzt der Schock kam, weil jetzt der Schock kam. Das gibt's nicht. Ja, jetzt bin ich so langsam wieder geschockt.
Wie mies das doch wieder für mich laufen wird. Na gut. Ja, das ist das. Das ist heute der ganze verkackte Tag. Goldpilz ziehen. Irgendwas Mieses passiert. Und dann... Nicht mal sowas dahinter. Ey, Leute. Eventuell kann ich jetzt mal Vierter oder sowas werden. Nein, und dann mache ich so einen scheiß Anfängerfehler. Nee, das ist echt... Wow. Nennt sich so unterhaltsam, wäre wahrscheinlich zum Zugucken. Ich würde jetzt die ganze Aufnahme einfach... metaphorisch gesprochen, in die Hand nehmen, zerknüllen und aus dem Fenster werfen oder verbrennen oder sonstiges, ey. Ja gut, was soll ich erwarten? Ich bin nicht mehr im Training, die anderen konnten es eigentlich schon immer. Ich glaube, WEC, das ist da, wo Giant und Robin drin sind. Die sind bis heute aktiv, die haben auch Mario Kart 7, glaube ich, als einziger aktiver deutscher Clan, hat mir Robin gestern erzählt, gespielt und hat dann Matches gegen Teams aus anderen Ländern gemacht. Die sind halt noch voll drin. Also wie ich so verstanden habe, das haben die auch für MK8 dann direkt schon wieder 20 Leute am Start. Das wird bei uns schon eher so knapp. Ich weiß gar nicht, wie viele wir unterm Strich sein werden. Vielleicht so 7 Leute, die das Spiel haben. Und dann muss halt auch wirklich fast jeder da sein, wenn man irgendeinen Termin ausmacht. Also könnte ein bisschen knapp werden. Ich sehe gerade, dass jemand rausgeflogen. Wer ist das denn? Schauen wir doch mal wieder nach. Nee, theoretisch muss ich jetzt nur noch alles gewinnen und dann komme ich noch auf den 5. Sehr schön. 2. Ich habe echt nach 3 Grand Prix 24 Punkte gehabt. 24. Es tut schon weh. Na gut, und die ersten beiden Rennen, die waren ja auch schon eine Katastrophe eben gewesen. Also von daher... Ja. Ich bin raus, endlich. Ich kann mir Freitag auffahren. Ich habe jetzt Gewissheit, dass ich nicht mal jetzt noch, aus was auch immer für unverdienten Gründen, noch eine Chance hätte weiterzukommen. Ich finde es irgendwie schade, dass ich mein mutiges Fahren, was ich jetzt angekündigt habe, dann im Endeffekt direkt wieder in die Tonne kloppen konnte, weil, ja, lief ja dezent beschissen. So im ersten Grand Prix. Wobei das traurig da wirklich war, dass ich nicht schlecht gefahren bin. Ich wirklich wunderbar mithalten können mit allen. Und mach direkt auf dem ersten Rennen eigentlich so den Fehler, der mich wahrscheinlich... Das ist auch so ein Problem von mir, wenn ich einen richtig dummen Fehler mache, häng ich da ewig dran und denk drüber nach, ach, hättest du das doch nicht so gemacht, hättest du das anders gemacht. Also da ein bisschen cleverer gewesen, statt das einfach abzuhaken. Ja, das ist sowas, was ich für meine künftige Karriere bei Mario Kart 8 dringend abstellen muss. Ey, was... Mein Kopf, das ist halt nicht gut, das ist halt nicht gut. Ja, einfach dieses... krampfhafte... perfekt sein wollen. Das ist nicht gesund. Ganz und gar. So, was erreichen wir noch so? Goldenen ziehen, haut man mal richtig rein, oder man sieht da wieder seine verkackten 3 Pilze, wie die letzten Male auch schon. Wobei es jetzt nicht so schlimm war. Na, und wir sind noch überholt? Natürlich, wir sind noch kurz zum Ziel überholt. Nee, also ich weiß nicht. Na komm, jetzt kriege ich noch mindestens den 5. Platz zum nächsten Rennen, dann habe ich nochmal 2-stellig gepunktet und dann kann ich voll stolz auf mich sein. Kann mal gucken, kann ich noch irgendeinen einholen? Nee, von Punkten her leider nicht mehr. Souverän 8. Platz. Gut, ich habe mir gestern als Ziel gesetzt, mindestens 9. zu werden. Wusste der Zeit zwar noch nicht, dass 2 Leute ausfallen, aber hey, ich habe uns Ziel übertroffen. Geil. Ich war reingehauen. So, was wäre nochmal so ein würdiger Abschluss jetzt für so einen Kacktag? Na gut, im Endeffekt das Regenbogen-Boulevard. Aber Kumuwald ist doch auch so schön eklig. Das ist übrigens die einzige Strecke, von der ich weiß, dass sie in MK8 drankommt, weil das in diesem... Weiß nicht, ob es nicht Nintendo Direct war, ob es so offiziell betitelt wurde auf jeden Fall. Hat Nintendo ja vor einer Weile so ein 35-Minuten-Video rausgehauen. Danke, Kirchturm. Ich mag es auch, wenn du läutest, so kurz zum Ende. Das passt irgendwie so wunderbar zur Aufnahme. Was ist denn heute überhaupt? Wir haben jetzt Samstag, 18 Uhr. Ist das immer so? Normalerweise schotte ich mich ab und hau mir Musik auf die Ohren und höre das nicht. Yeah! Nochmal Cooper Cup. Eine der ersten Strecken und nochmal die letzte heute. Gut. Ja. Nehmen einfach das Gebimmel im Hintergrund als
Begräbnismelodie für das Ende von Mario Kart Wii. Eigentlich kommt das gerade ziemlich cool. Also wenn heute die beiden Team Clan Wars, ja, es gibt Solo Clan Wars, die beiden Team Matches so laufen, dass wir rausfliegen, dann könnte ich ja eventuell, bevor ich das Video hier hochlade, weil es sind ja, wenn jetzt muss ich noch, glaube ich, 6 Videos machen für den. Ich dachte gerade, so ist das mal noch nicht passiert. 6 Videos, die ich jetzt noch für dieses Turnier machen muss. Wir können sie dann natürlich vielleicht das Teamling vorher fertig kriegen, dann ist das hier wirklich das letzte Mario Kart Wii. Das ist auf meinem Kanal zu sehen gibt. Und da ist es doch so schön, dass da noch die Glocken läuten, die Beerdigungsglocken für dieses Spiel. Passen da jetzt dann hin. Okay, das finde ich jetzt cool. Warum habe ich so einen seltsamen Humor, dass mir sowas gefällt und jetzt total grinsen muss und mir auf einmal alles komplett egal ist und ich voll zufrieden bin? Und vielleicht jetzt noch so einen blauen schießt, der direkt davon am Sprung einschlägt. Wundervoll. Ah, schau. Aber ich meine, es gibt echt Leute, die, wenn es nicht läuft, dann einfach so richtig frustriert werden und dann absichtlich jedem möglichst das Rennen vermiesen wollen. Das habe ich gehasst früher. Auch wenn wir bei so unseren Free-for-All-Räumen im Clan damals gefahren sind und einer irgendwie keinen Bock mehr hat und dann rückwärts gefahren ist und die anderen gestört hat. Ich habe das so gehasst, ey. Ich hasse es, wenn irgendwas so, ja, stattfindet, dass einem, ja, wie soll ich sagen, was halt so ein bisschen das Spiel unfair abändert. Wo wir dann Sachen reinspielen, man muss ja nicht mehr selbst davon betroffen sein, sondern irgendeiner wird dann gerammt von dem Kerl, der rückwärts fährt und ja. Schön. Das ist für den halt ziemlich kacke. Hi. Ich habe auch echt zum Talenten, alle Sachen reinzufahren, die man nicht berühren sollte, aber dafür halt die Itembox so richtig gut zu ignorieren. Also ist da wirklich ja nichts gut für mich wird. Ich bin doch echt geil, oder? Ich habe den Pau, ich sehe den Kerl vor mir und setze ihn so, dass er erst in der Luft zuschlägt. Aber was in der Weile funktioniert das in der Luft nicht? Intelligenz. So. So, immerhin habe ich anscheinend noch die leise Hoffnung, nicht unter den letzten 2 zu landen. Weil diesen Dach schon ein bisschen abgeschlagen. Oder ist das jetzt noch einer, der da irgendwie am Ziel wartet? Oder ist das der erste, der jetzt einfach schon so weit vorne ist, dass er dachte, ach komm. Scheiß drauf. Ne, anscheinend war es. Oh Gott, wurde ich jetzt noch überholt oder nicht? Das ist jetzt immer interessant zu sehen. Nein. Hey, 15 Punkte, bester Grand Prix heute. Geil. Puh. Ich glaube, ich bin jetzt gar nicht mehr so weit von die Just weg. Oh, ja, ich hatte Abstand von 27 Punkten und jetzt nochmal 13 gut gemacht. So katastrophal war es denn ja doch nicht. Doch war's. Okay, also mit dem schönen Gebimmel im Hintergrund von diesen wundervollen Glocken verabschieden wir uns von Mario Kart Wii. Es war ein Scheißspiel, kann ich jetzt nach dem heutigen Tage nochmal feststellen. Nee, irgendwie wird man schon vermissen. Und ich habe ja noch 2, oder vielleicht, wenn es gut läuft, 3 Matches zu spielen. Oder 4, ich weiß gar nicht, wie das genau aussieht. Aber gut, wir sehen es dann ja. Ich hoffe, ich kann es nachher hochladen. Und ja, wir hören uns in MK8 wieder. Oder in anderen Projekten von mir, ist natürlich auch möglich. Na dann, ich sage einfach mal Tschüss.